Ich gehe erstmal aus dem Ego-Modus wieder raus. Ich finde das nicht so gut. Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot, a priest, wandering about? Sure, we saw him, smelt him, and avoided him. He went that way, I think. Thanks. Ah, man kommt nach dem Weg. Ich glaube, der ist eine Strecke gelaufen in der Zeit, wo wir gepokert haben. Wir machen das mal so. Lieutenant Dan, auf geht's. Oh ne, der ist bitte nicht unten am Fluss und. Ah ne, doch. Get your hands off him now, you son of a bitch. Come on. Oha. I'll kill you both. You're going down. Aua. You bastard. Pair of damn fools. Feierabend, Freund. You saw back there? You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. Nachdem du Zeugen davon abgehalten hast, dein Verbrechen zu melden, kannst du mir auch durchaus ausrauben. Okay? On second thought, you can give me all your money too. Okay, here, just take it. Just please let me go. You wanted to die over this? Get out of here. Remember? Not a word. Reverend, get off the damn tracks! Hey, der Typ nervt. Reverend! Eieiei. Reverend! Over here! Muss ich den da runterholen oder was? Ich sammel den gleich mit dem Lasso ein, ey. Vollidiot, Alter. Thank you, sir. Oh, no, you don't. What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like there that? There was a goddamn train, you crazy bastard. Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. Oh man. I wish I was different. Let's get you home. Home. Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? But oh man. Müssen wir ihn jetzt ins Gott.
Jetzt müssen wir den besoffenen Humble wieder ins Lager bringen. Naja, dann. Auf geht's. Kann man ihm dann auch eine über die Glocke hauen? Nee. Der ist fertig, ey. Der ist voll im Arsch. Aber, was lernen wir da wieder raus? Regelmäßiger Alkoholkonsum härtet ab. Nee, Quatsch, war nur Spaß. Wer nicht viel verträgt, verträgt einfach nicht viel. Das ist übrigens unser neues Rennpferd, wollte ich schon fast sagen. Das haben wir ja vorhin von dem anderen, der leider von diesem Pferd getötet wurde, mitgenommen. Lege Reverend Swanson in sein Bett, dann machen wir das mal. Oh, hier spielt auch schöne Musik. You better sleep your way to salvation, my friend. What happened? Just the usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky. This time. Real lucky. Hey, John. Bleib mal hier. Golden boy. Hey, Arthur. You'll be back on your feet in no time. I sure hope so. Ja, hoffen wir doch auch mal. Oh, richtig Kohle, ey. 306. Ja, kriegst du auch. Good job, Mr. Morgan. Sollte noch mal was gucken. In der Spendenbox. $6.12. Oh, das hört sich aber nicht so gut an. Okay, was haben wir denn eigentlich noch so für Missionen? Wir könnten nochmal in die Stadt fahren. Und nochmal. Was gibt's hier? Wir reiten mal in den Stall. Und zwar reiten wir mit in den Stall. Bin ich jetzt hier? Sattel abnehmen. Und hier versucht drauf zu machen. Aussatteln. Dann ist das ja meiner jetzt, ne? So, wir haben jetzt mal Lieutenant Dan am Pfosten gelassen. Und nehmen wir das hier. Dies ist nur ein Hauptpferd, das erscheint auf der Karte als. Okay. Hier reiten wir in den Stall schnell. Auf jeden Fall. Es ist nicht unbedingt schneller, aber es kommt vielleicht noch mit der Zeit.
Mal kurz warten. Pferd. Füttern. It's okay, girl. Wir müssen wieder die Verbundenheit mit jedem Pferd dann praktisch von vorne aufbauen. Aber werden wir mal gucken, was so abgeht. Okay, wir könnten auch mal nach Waffen gucken. Ich lese immer oben ein bisschen vertiefe und eure Verbundenheit und ein Pferd auf größere Entfernung herbeirufen zu können. So, wir gehen jetzt zu Pimp My Horse. Come on, try and help people. I do all I can manage. Are you doing all you can? Was will der Typ? Use your strength to help the weak. Donations for the poor. Fremde Person. Hello, Mister. Well, you're just full of charity, ain't you? Well, I'm just trying to help where I can, sir. Or interfere. You would have killed that man. What I do is none of your damn business, okay? Okay, okay. Okay, sir. Simuliert er. Come on, please. Please, somebody, be generous. So, was haben wir hier? Eine neue philanthropische Organisation, die nach Verbesserung der Lebensumstände für die Armen strebt. Möchten Sie unsere Bemühungen nicht mit einer kleinen Spende unterstützen? Massenarmut ist in jedem Staat dieses großartigen Landes auf dem Vormarsch. Heute sammeln wir Spenden für die erste Hilfsmission des Landes. Wir wollen erstens helfen, Bettler und Haustiere mit Nahrung, Kleidung und einem sauberen Bett zu versorgen. Uiuiui, okay, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Steht nichts drauf. Und jetzt? It is in giving that we receive the true gifts of life that are eternal. Kann ja irgendwie nichts machen. So give generously, for that is what this country needs, to help each other. Okay. Wenn du deinen Sattel verlierst, wie verliert man den Sattel? Howdy. Wir haben $300, wir können ein bisschen was machen. Eigene Pferde verwalten. American Standard Breed. Jetzt schaut euch den Unterschied unten an. Geschwindigkeit allein, ne? Das ist schon krass. Ja. Tennessee Walker. Ah, okay. Wir können im Stall praktisch... Ah. Ich hätte praktisch Lieutenant Dan hierher bringen können. Okay. American Standard Breed haben wir ja jetzt schon. Haben wir uns $150 gespart, ne? Okay. Pferdezubehör und Dienste. Pferdezubehör. Satteltaschen. Nützt das überhaupt was, wenn wir die kaufen? Können wir dann mehr tragen? Wir kaufen die jetzt mal. So. Steigbügel. Ah. Damit können wir auf jeden Fall hochbessern. Kernleerungsrate plus 50%. Das ist der teuerste, ne? Dann nehmen wir den auch. Das ist ja Hörner. Das können wir dadurch irgendwas... Irgendwas, was dazu passt. Den finde ich schön. Use your strength to help the weak. It's better to equip yourself and not need it than the other way around. Come on, please. Please. Okay, man sieht sie ja fast gar nicht. Ne? Show you care. Come on, somebody. Schlafdecken. You can't have too much with you out in the wilderness. Okay. So, Pflege. Mähne. Always, always ride in style.
Dreadlocks finde ich echt ein bisschen komisch. Mal komm, wir machen Irokesen. I knew you'd like it. Und am Schweif? Lassen wir mal. A well-groomed horse is a real sign of class. Dienste? Absolutely. Good decision. Pferdepflegepaket. Füllt die Pferdekerne auf und vergoldet sie. Ach, auch nicht schlecht. Pferd umbenennen. Moment. Ganz plump, King. Now that's a proper name for a horse. Goodbye now. And bring that horse back anytime. Werde ich machen. Werde ich natürlich machen. So. Haben wir jetzt noch Missionen am Lager? Im Lager hatten wir doch noch Missionen. Genau. Wer ist das? Leopold Strauß. Die machen wir jetzt mal. Aber wir werden uns nochmal schlafen legen. Und wenn wir eventuell noch etwas zum Jagen finden, nehmen wir das natürlich mit. Oh, wir hätten hier rechts abbiegen müssen. Wir können so viel machen in dem Spiel. Das ist immer noch erstaunlich. Alter, biegt der einfach ab? So ein Stinktier, oder? Der hat doch gerade. Was ist das? Ein Nagetier? Aufheben? Das ist eine Bisamrat. Nee, ein Opossum. Ja, nimm halt mit, du Depp. Sollst du es aufheben, Alter? Nö, der Blut an der Schulter, oder? Come on, girl. Get up. Gefunden. Gefangen meine ich, Entschuldigung. Hä? Da vorne. Haut er ab. Okay. Doch nicht. Naja. Wir haben es ab. Opossum? Das ist ja auch schon mal was. Bin mal gespannt, wie wir noch im Lager weiterhelfen können, dass das besser läuft. Und irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit dem, was. Ein Fuchs?
Da vorne. Entschuldigung, King. Oh Mann. Wir gehen mal aus dem Wald raus, komm. Das hat hier ganz weg mit dir. Oh, das war peinlich. Ich glaube jetzt schon das dritte oder vierte Mal, wo ich vom Pferd fliege wegen Dummheit. Ja. Na gut, dann ab ins Lager. Schlafen und dann Mission machen. Welcome back, Arthur. Striegeln, füttern, streicheln, dann ins Bett. Let's get you looking good. Okay, girl. Mhm. Sehr gut. Okay. Dann legen wir uns mal pennen bis morgen früh und dann gehen wir mal zu Herrn Strauß. Bis morgens.